Herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge in Turing. Ich werde jetzt versuchen, mit Strom anzufahren. Dazu werden wir den ersten Meter selbst sammeln, weil ich will ganz schnell aus dem Gefahrenbereich rauskommen, wo jetzt die Fahrzeuge dem Feld rauffahren und runterfahren. Das dürfte schon reichen. Das Fahrzeug Nummer 1. Dann werden wir ganz kurz die Kursplay einen Kurs laden. Und zwar Erntefeld Nummer 29. Das ist hier das linke Fahrzeug. Jo. Feldmodus. Links. Und das zweite Fahrzeug nehmen, das ebenfalls sammeln wird. Ja, schon der erste, der sich gestört hätte gefühlt oder so, ne? Wenn ich da am Weg stehe, ist es ungünstig. Nein. Oh, was ist denn los hier? So, heute habe ich irgendwie ein Problem mit dem ganzen Performance hier. Warum weiß ich aber auch nicht. Vor einer Woche Abstürze gehabt, mehrmals, und jetzt habe ich Performance-Probleme. Kann es aber nicht rausfinden, oder ich weiß nicht genau was. Im Grunde mache ich nichts anderes, ne? Außer die Ernte. Ne? So, hier werden wir ebenfalls Kurs laden. Dann machen sie gleich aus. Und störend, der Lärm, ne? So, kurz nachdenken. Also Kursplay. Feldmodus, und wir werden mal ganz kurz den Kurs laden, und zwar Erntefeld 29. Rechts, richtig. Das wird schon funktionieren, theoretisch. Und hier das ist das Problem, ist das hier abliefern. Ich weiß nicht genau, wir werden es mit dem linken Fahrzeug probieren. Weil ich möchte ein Fahrzeug vorausfahren. Ich weiß nicht ganz genau, ob das so hinhaut. Also. Und zwar hier ist das gleiche in grün, nur anders. Also. Feld Nummer 29. Müssen wir nehmen. Ja, so. Feld 29 beladen. Stroh mit Kursplay. Starte Kurs Ziort abholen, abliefern. Könnte ich mal. Eine gute Frage, ob das so funktioniert. Nö. Das macht er so nicht. Warum weiß ich auch nicht, aber gut. Finden wir raus. Wenn es überhaupt geht. Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt geht. Könnte sein, dass es nicht geht, ne? Ist ja auch gut möglich, dass es nicht vorgesehen ist. So. Ich starte jetzt mal ganz flach, mal Kursplay. Jetzt haben wir vor 4 Minuten noch was. Also es kann sein, dass er abstürzt, wenn ich jetzt beides aktiviere. So. Ach so, ja gut. Ersten Wegpunkt aktuell. Abfahrer einstellen. So, wir müssen ein bisschen nach links. Ich weiß zwar nicht warum, aber normalerweise müsste genau den Kurs haben, der Drescher hat. Aber gut. Wir machen ein bisschen Korrektur. Daran sollte nicht scheitern, ne?
Dann soll er genau die Spur nehmen, die er nehmen soll. So. Das machen wir dazu. Ich mache jetzt mal nichts, außer jetzt abzuwarten, weil er den machen würde. Ich steuere jetzt. Also normalerweise müsste jetzt. Gut, dann mache ich jetzt deaktiviert aus und machen, was er jetzt macht, wenn er fertig ist. Denn ich weiß es nicht genau. Normalerweise hätte ich jetzt einen Kurs eingefahren, Abtransport Richtung Lager, ne? Und dann vom Lager Richtung globalen Markt. Obwohl, dem Augenblick wäre es auch egal. Können wir auch direkt dahin fahren, ne? Ich weiß nicht, ob er jetzt diesen Kurs annimmt hier, 29 hoch hier. Geladen. Geladen Heu, Einkauf. Hofsilo geladen. Abladen. Ja, das klappt so nicht, wie ich das wollte. Und ich weiß nicht warum. Nicht warum. Naja, ist ja außerhalb, naja, normal nicht. Ja, normal ist das nicht so, ne? Das ist jetzt hier. Keine Ahnung. Stroh. Lassen. Berechnen Fahrt. Oder? Das könnte sein. Also kurz weg. Fahr mal Richtung Kurs zurück. Ich meine, jetzt tue ich ein bisschen spekulieren. Aber das mache ich ja gerne. So. Anführungszeichen. Ne? Also. Weil wenn es ja klappt, dann ist es gut. Und wenn nicht, ja, dann müssen wir andere Wege finden. Die Ernte ist ja fast abgelaufen, ne? Also mir geht es ja darum, dass er war echt, hier ist echt Probleme, also grafisch gesehen, also richtig Likes, also richtig so kräftige Einbrüche auf 3, 5. Oh, nichts mit Outrest, wir haben das entsprechende Ressourcen, weil er gerade wieder ein Punkt, weil er angefahren ist, das Rechnen und so. Das könnte schon sein. Also, wir fahren mal Richtung Straße und dann werden wir versuchen, mal auf dem Feld zu, den Kurs so zu machen, wie man ne, hinschicken würde zum Arbeiten. Oh. Hier nicht normal. Was haben wir Uhrzeit? 9. Okay. Das ist jetzt eingestellt. Normalerweise
Der ist jetzt, der Kurs ist jetzt eingegeben. Ersten Wegpunkt. Die stellen wir hier nicht ein. Stellen wir hier ein. Jetzt fährt er zurück. Das wäre ja eigentlich perfekt, wenn es klappen würde. So. Ich habe die Deckel zugemacht, aber gut, okay. Das macht ja, bei Strom macht es ja auch Sinn, ne? Und bei Gras eigentlich auch, wird der nicht wegfliegen. So, hier machen wir es gleich in grün. Der ist eingestellt. Einzig blöde ist. Naja, gut. Ist nicht blöd, aber man müsste erstmal den Kurs, dass ich da korrigieren kann, ne? Also, weil er fährt ja daneben, ne? Also. Heißt einstellen. Entlassen. Das ist verkehrt ein Punkt. Das heißt verkehrt nicht, aber es ist halt wird der Anfang überspringen. Also wir haben jetzt drei Kursbeifahrer in Aktion und vier Outdrive. Na, ne, gleich sind es fünf. So. Dann machen wir so nicht. Machen wir. Weil ich will erstmal sehen, dass ich hier den Kurs so korrigiere, dass ich dass er halt da fährt. Ne? Wäre ja besser, wenn es gleich klappen würde, aber. So, das klappt schon mal. Entlassen. Und jetzt gehen wir zurück. Feld 48 ist Quatsch. 29 ist wichtig. Und globalen Markt abladen. Im Lager müssen wir wieder umfahren, ne? So, in dem Fall ist er nicht voll. Dann wird er natürlich nicht gleich zurückfahren, normalerweise. Warte schon normal, ne? Mein gut, die Performance könnte überall diese Reifenfelder sein. Also das ist schon mächtig und die Wälder auch. Also ist ja vom Spiel so nicht vorgesehen, ne? Also die Bäume haben eine gewisse Grenze erreicht. Aber das ist ja vorbekannt gewesen. So. Das ist bei Thüringen ist das so. So, jetzt müsst ihr eigentlich auf dem Feld fahren und sammeln. Müsste. Also ihr macht auf jeden Fall den richtigen Kurs aufs Feld. Denn nämlich hier, da können wir viel Arbeit einsparen, in Anführungszeichen. Ne, also da brauchen wir ja nicht so ständig mit Ballen sammeln, so eine Scherze, ne? Geht doch leichter. Jetzt Stimme ölen. Aber dann mache ich heute noch ein paar Sorgen fertig. Ich schaue nur den ersten Mal, wie ich jetzt sammelt und hier zum Pferd zurückfährt. Das müsste jetzt eigentlich normalerweise klappen. Die Einbrüche nicht mehr. Na gut, das ist so, ne? Gut, das klappt, aber und versammelt alles ein. Und der Rest hoffe ich, dass auch klappt, ne? Das Show. Ja, wo der lang fährt, ist eine gute Frage, ne? Zurück vor allen Dingen. Naja gut, ich habe ja viele Kurse eingefahren. Viele nicht gut, sagen wir so, ne? So, das scheint zu funktionieren hier. Dann fahren wir jetzt zum oh. Das ist ja überall so. Weiß ich wo dann nicht. Keine Ahnung. Bricht ein, 10, 11, 4. Dann wieder gut.
Also woran das liegt genau, also ich weiß es nicht, hauptsache in der Aufnahme nicht zu sehen. Schon wieder. Also, das ist aber hier auch mit den Winkeln hier. Es gibt hier kein rechts und links. Da muss ich also, wenn du in eine Kurve fährst, wieder neu berechnen. Und die mit dem Felder und so, es könnte ein Mod drin sein, der stört. Also das ist. Das hatte ich mal ganz am Anfang gehabt. Aber den habe ich nicht drinnen, den habe ich rausgenommen, mit langer Zeit. Denn sobald ich mit der Aussaat begonnen habe, also Gruppern und Aussaat, hat er gesponnen, ne? Jetzt kommt die Meldung, muss entladen werden, das kann ja nicht sein. Wir fahren mal zurück zum Hof. Oder ich muss die Leistung reduzieren, das kann es überhaupt nicht sein normalerweise, ne? Also so, Zuschauer, das soll es dann schon für heute gewesen sein. Auch wenn es ein bisschen hackt zur Zeit. Ich sag mal tschüss und ciao und schönen Dank fürs Reinschauen. Ich wünsche allen noch einen schönen Restsonntag, einen schönen Kaffee und einen schönen Kuchen, wenn es geht. Ne? Wenn nur Sonntag und so darf es dann mal sein. Ja, dann sagt mal tschüss und winke, winke. Ja, morgen geht's weiter hier in Thüringen. Tut ihr auch noch am Arsch, ne? Tschüss.